Wir haben herausgefunden, die kleine Maus hat etwas Futterneid. Also es ist noch nicht allzu schlimm, aber man sollte es jetzt üben, weil sie, als ich den Napf anfassen wollte, das, und da war ich schon so, wir springen keine Möbel an. Da war ich gleich schon so, oh. Und das wird wahrscheinlich auch der Grund gewesen sein, warum sie einmal so aufs Bot losgegangen ist, weil sie dachte, er springt an einen der 5 Knochen. Nicht so, dass da genug wären. Er wollte aber nur runterspringen in sein Bett und es war genau die gleiche Richtung. Ich werde jetzt einmal mit ihr erstmal üben. Sie braucht das nicht mehr. Sie kriegt hier immer genug. Wir machen ein All You Can Eat quasi. Dass ich den Napf immer nachfülle. Irgendwann ist ja ein Sättigungsgefühl bei Hunden da, aber wahrscheinlich, wenn der halbe Sack leer ist. Immer gucken, vielleicht mache ich so die Hälfte. Das ist zwar nicht ganz All You Can Eat, aber versteht, was ich meine. Und dann, sie hat mir gestern einen Döner vom Teller geklaut. Ich war so oben und ruf sie und denk so, warum kommt Spot nicht? Und das ist schon ein komisches Zeichen, wenn Spot nicht hochkommt. Ich habe beide gerufen, er kommt. Sie kann ja noch nicht so wirklich. Und dann war ich so, hab schon so ein Leckerli in der Hand gehabt und hätte dann auch noch belohnt dafür, weil ich es ja nicht wusste. Und ich dachte so, Moment. Wenn Spot unten ist, hat er bestimmt ein schlechtes Gewissen. Kam ich runter und sie gleich so, ich habe nichts gemacht. Schmeiß dich so auf den Rücken. Ich. Also sie wusste, dass sie das nicht, dass sie einen Fehler gemacht hat. Das fand ich schon mal witzig. Ja, hat sie einfach meinen Restdöner. Weg war's. Deshalb war Spot auch unten, weil der hat dann ein schlechtes Gewissen, weil er denkt, er kriegt dann Ärger. Und da war er so, ich war das gar nicht. Richtig süß. So, und die zweite Variante ist jetzt, dass ich stelle die Kamera einmal auf und zeige euch das. Ich fütter sie mit dem Napf Stück für Stück aus meiner Hand. Also ich packe einen Block, eigentlich bräuchte ich da einen zweiten Mann für. Pack da, aber es ist zu früh, die schlafen alle noch. Ein Futterbröckchen da, Dings da rein. Und lasse den Napf in meiner Hand, dass sie aus dem Napf aus meiner Hand quasi fressen muss. Immer packe ich dann immer nach, dass es okay ist, dass ich den Napf anfasse, weil da kommt ja dann immer wieder was rein. So, und dann wäre noch eine andere Variante. Ich muss mal gucken, wie schlimm das bei ihr ist, weil sie hat halt gestern auch ein Spielzeug von Spot genommen und sie hat dem Kuscheltier fast den Kopf abgerissen und dann wollte ich ihr das wieder wegnehmen und es ging nicht. Sie hat mich angeknurrt, sie hat auch einmal geschnappt, also angedeutet, gewarnt, gedroht, nichts passiert, nicht getroffen, aber sehr deutlich gesagt so, Und ich habe es halt auch wirklich nicht rausbekommen. Ich habe versucht, dort ihren Mund aufzumachen. Keine Chance. Also da sollte man dann auch die Finger von lassen. Und das geht ja ganz schnell dann vom Futterneid, Futteraggression in eine Ressourcenverteidigung über. Und das kann ich nicht gebrauchen. Das kann auch keiner gebrauchen. Und dann wird es auch gefährlich, wenn Kinder im Haus sind. Wir haben keine Kinder im Haus, aber das kann dann richtig böse enden. So, und deshalb Variante 3. Dann, dass ich ihr langweiliges Trockenfutter hinstelle. Und aus meiner Hand aber Käse belohne, dass ich dann Stück für Stück mich so unbewusst auf den oder unbemerkt auf den Napf zuschleiche, aber ihr dafür aus meiner Hand immer was Schöneres gebe, bis ich die Hand mit dem Schöneren dann in den Napf tun kann, dass sie dann merkt, so okay, cool, alles cool. Wollt ihr spielen hier? Ja, so, ich mache mir jetzt mein Essen gerade und währenddessen filme ich das Ganze einmal ab. Ich muss mal gucken, wo am besten Licht ist. So, jetzt haben wir hier einmal Futter. Sie lernen schon mal da nicht rangehen. Ich glaube, ich gebe ihr jetzt auch mal den großen Napf. Dann kriegt Spot den Anti-Schlingnapf. Und sie frisst natürlich sehr viel schneller als Spot. Den Apfel mag sie nicht. Spot grinst. Hauen wir das mal voll, das Ding, ne? Spot kriegt nicht so viel, weil dadurch, dass ich mit ihr ja lerne, habe ich immer noch mal diese Menge ungefähr bei mir oder die Hälfte.
und belohne die aus meiner Hand. Und damit nicht nur sie was kriegt und Spot eifersüchtig ist, kriegt er auch immer rein. Deshalb kriegt er jetzt nur so wenig. Nicht, dass ihr euch wundert. Sie ist viel zu dünn. Deshalb muss sie mehr kriegen. Und genau, sie kriegt auch an der anderen Ecke, weil ich will nicht, dass Spot dann darunter leidet und eine abkriegt, weil sie wieder denkt, er will irgendwie an ihr essen. Spot, die seht's. Na, machen wir sie zuerst. Bleib. Ich würde normalerweise noch ein Stückchen Milch ranmachen, wie sie sich schon hinsetzt. Aber das lasse ich jetzt mal, weil es soll ja langweilig schmecken. Das mache ich auch nochmal für ein bisschen Zusatzkalorien oder ein bisschen Magerquark oder so. Willst du es unbedingt haben? Süß. Süß. Toll. So, sie darf jetzt auch direkt hingehen. Sie kann das noch nicht anders. Und wenn ich jetzt an ihren Napf gehe, könnte es halt schon sein, dass sie so sagt, nee, nicht cool. Das klappt schon mal gut. Keine Ahnung, warum das jetzt wieder natürlich so gut klappt, aber beim letzten Mal, also ich hätte nicht mal geknurrt. Sie guckt nur, warnt und sagt, aber das war's gerade auch bei ihr. Ich will es jetzt nicht provozieren, Gottes Willen. Ich lasse das jetzt erstmal so. Vielleicht reicht's auch einfach, wenn sie irgendwann weiß, sie kriegt hier genug. Weil sie ja jetzt auch sehr dünn ist, das kann ja sein, dass das wirklich daran liegt. Vorher hat sie halt echt geknurrt, gedroht und auch mal Richtung mir geschnappt, aber in der Luft, bewusst. Sie wollte mich nicht treffen, nur warnen. Das war jetzt schon mal ein Fortschritt. Ja klar, dass ich es jetzt nicht mehr zeigen kann. Und auch der Spot, der wartet auf sein Essen, entschuldige. Ja, du hast total gewartet. Gleich. Schau, okay. Ja, kannst gehen. Ist in Ordnung. Hey, hallo. Ja. Also anfassen kann ich sie auch. Weiter nach vorne gehe ich nicht. Das könnte falsch interpretiert werden. Als drohende Haltung oder so. Also sie ist halt wirklich noch dünn. Das war auch durch die Kastration haben die mir gesagt, dass sie jetzt auch nochmal so abgebaut hat. Manche nehmen zu, manche nehmen ab. Und jetzt kriegt sie erstmal. Mal gucken, vielleicht löst sich das tatsächlich auch von alleine. Ich habe jetzt, kann ja aber trotzdem mal simulieren, als wenn. Hier habe ich einmal meine Werte ausgerechnet. Ich lege jetzt das viel Leckeres raus. Und versuche sie dazu zu bringen, ihr Foto zu unterbrechen, weil das ist viel lecker. Natürlich kein Vorführeffekt, aber das war sehr gut. Ich kam direkt auch an ihren Napf dran, also ich bin dann dran. War an der Schlüssel so ein bisschen geschoben. Vielleicht sollte es das schon gewesen sein. Das wäre einfach. Spotty ist schon fertig. Ja. War das gut? Ja.
Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir freuen uns über jeden Like, jedes Kommentar und aktiviert die Glocke, wenn ihr weitere Videos von uns gucken wollt. Und wir haben die 80 Abonnenten geknackt. Es ist so Wahnsinn. Davor, wir sind so ganz kriechend langsam vorangeschritten und jetzt haben wir die 80 geknackt und der nächste Step für uns wäre, die 100 Abonnenten zu knacken. Und deshalb, bitte, bitte helft uns dabei, teilt dieses Video, leitet es weiter und ja, das würde für uns einen riesen Schritt bedeuten. Vielen Dank.